nicht auf. Längst weiter mit dem Weitermachen, hört nicht auf. Ich mach keine Rap-Scheiben, die versteckt bleiben, denn ich weck bei den Leuten das Gefühl, das Gefühl, das Gefühl, dass er sie will, sie in diesem Moment nichts Besseres gibt. Setzt euch hin, entspannt, zündet ein an, ihr zieht. Hört euch an, gewöhnt euch dran, ihr braucht ab jetzt. D für der, A für am S ist der am stylischsten. Klingt zwar dumm, aber sonst wär ich nicht am Mai. Für mich war es alles andere als leicht. Jetzt behaupte ich mich wie ein Hauptmann, ja, ich glaub dran, auch wenn's nicht klappt. Warum andere nicht verkaufen, weil sie nicht haben das, was ich hab. Was das ist, ich weiß es nicht, ich bleib nur ich, ich bin zurück. Deutschland sucht den Superstar, sagen die, ihr sucht mich. Und ich bin 3D live in Farbe, ich bin überall präsent. Mach ne Pause, schieb die Idee ein und werd zum Präsident. Ich bin so krass. So sieht's aus, 2-4, best of 3, das wo alleine. Ich hab Beef mit keiner Stadt, dafür bin ich zu klein. Außerdem kannst du sicher sein, dass in jeder Stadt jemand diese Platte hat, jemand diese Platte liebt, jemand diese Platte hasst, und das gut. Weiterhin, wenn ich's weiterbringe, kann ich auch, weil ich Styler bin, in jeder Stadt geile Weiber finden, weil ich Styler bin, geile Weiber finden. Woo! Aha, so sieht's aus, best of 3 alleine, 7.6. D-A-S, B und O. Mir egal, ist mir egal. Durch Crews wie Fishmob 1-2 und die Beginner hat sich Hamburg als Hip-Hop-Hochburg für ironischen, satirischen und humorvollen Rap einen Namen gemacht. Das heißt für Bo allerdings nicht, dass es nur Hip-Hop made in Hamburg geben kann. Also ich sag mal, es sind Battletracks drauf, aber es sind halt eben nicht Fotze Nutze, ich reiß deinen Arsch auf und kack dir in dein Gesicht und verreib das dann und schreib meinen Namen da rein und so. Sondern bei mir ist halt, heißt es eben, dann geh nach Hause und so. Und da bin ich halt eher so, dass ich lieber mit irgendwie diesen Popstar-Leuten irgendwie mich anlege, als dass ich in mein eigenes Nest scheiße mit. Weißt du, weil ich halt Hip-Hop ist mein Ding und da finde ich auf jeden Fall auch cool. Und ich flash auch auf die Neuentwicklung, wie es weitergeht. So. Und ich habe auch auf jeden Fall gesagt, dass dieses Sido-Ding, mein Blog, sie auf jeden Fall für mich ein Hip-Hop-Klassiker ist. So. Weil es einfach so ein bestimmtes Gefühl vermittelt, Aussage inhaltlich mit Witz und beschreibt eine Umgebung, die andere vielleicht nicht haben und die dadurch irgendwie wahrnehmen können. So. Und das ist eigentlich das, worum es geht. So. Nach dem Poets of Peace startete Bo mit seinem Freund und Kollegen Tobi Tobsen zunächst eine Karriere als Rap-Duo, der Tobi und das Bo. Darauf folgten viele erfolgreiche Jahre mit den 5-Sternen-Deluxe, die von vielen als die Hip-Hop-Punk-Crew bezeichnet werden. Und eben diese Herren werden ebenfalls in naher Zukunft wieder von sich hören lassen. Wer ist er, der so komisch reimt? Fragst du dich, es ist der Ranka. Ich bin jetzt mit 5 Sterne auch schon wieder, haben wir ja auch schon wieder eine EP gemacht, jetzt hier auch demnächst rauskommt. Und das soll dann halt zu der Festivalrunde sind wir noch unterwegs, weil ein paar Festivals und da wird dann halt das mit präsentiert und dann wollen wir halt auch das Album machen und zu produzieren. Sowohl Bo als auch die anderen Mitglieder von 5 Sterne Deluxe sind nicht nur für die Musik verantwortlich. Auch in der videotechnischen Umsetzung ihrer Ideen lassen sie ihrer Kreativität freien Lauf. Es ist der Teufel, der bei uns die Fäden zieht. Alles, was bei uns zählt, ist der Profit. Deine Mutter. Das ist halt auf jeden Fall das, was wir auf jeden Fall auf allen, auf der ganzen Ebene auf jeden Fall umsetzen wollen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und zwar, dass wir überall unseren Style mit einbringen können. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie auf einer Internetseite ist oder wenn man, Magnesi macht ja auch zum Beispiel die Fotos viel für Magazine und so. Und man soll halt auch in den Sachen, kann man halt eben schon den Vibe haben, weißt du? Jemand, der so ein stocksteifer Typ ist, der macht ein anderes Bild für eine Zeitung als jemand, der sagt, ah, okay, wir müssen jetzt hier jemand darüber machen, wir müssen das machen oder so, weißt du? Das ist auf jeden Fall ein anderer Schnack. Und da kommt halt eben auch schon wieder der Vibe oder so. Halt eben bei allen Sachen, Text oder so, schreiben wir auch selber. Ne? Halt eben auch da drin schon unser Reichtum und so. Und das ist halt eben genau unser Ding. Alles machen, Optik, Videos, Konzepte, egal, alles. Ist ja, es geht ja um uns, weißt du. Und das ist halt eben, desto weniger du dich um alle Sachen kümmern, die mit dir zu tun haben, desto weniger sieht man dich dann auch im Endeffekt, so, weißt du. So, wir haben halt auch keine Styles, so, weißt du. Bass, wir brauchen Bass. Vielleicht sind meine Videos ja die Casting-Shows für Dieter Bohlens Freundinnen. Deswegen habe ich mich mal zurückgehalten, die soll erstmal ihn noch ein bisschen ausnehmen. Und dann irgendwie biete ich ihm im nächsten Video vielleicht einfach mal nicht an. Dieter, Alter, ruf mal durch. Weißt du Bescheid? B, O, von B bis hin zu O. B, O.
oder Flo, weißt du Bescheid? B.O. Tür geht auf, wer kommt rein? F. Von B bis hin zum O, wenn ich so Flo, muss ich betonen, dass ich im Studio wohne. Ich erzähl euch nichts, nee, ich schwör. Vergesst mal destruktiv mit Con, kommt man höher. Kommt man näher, Alter, hört genau hin. Wenn's euch egal ist, dann geht nach Hause. Ich bleib drin, effektiv. 15 von der Schweiz bis nach Kiel. Wo am Mikrofon geht ab, na klar. Das ist nicht schwer, ich fühl das, was ich sag. Mach's mit Herz, mit Verstand, mit Haut und Haar. Wenn mein Style inspiriert, das wär ideal. Ihr macht ein Kreuz bei J für ja, ich will wo. Denn der Deep Ladies oben ohne wie ein Cabrio. Kingstyle Kicker, der Elvis von Deutschland. Empfehlung vom Chef, das hört sich so neu an. Das ist es einmal sicher, ein eigenes Rezept. Selbst produziert, selbst geschrieben, selbst gerappt. Wir entern die Sender. Hol uns Sendezeit, schreit oh mein Gott und läutet die Wände ein. Kommt schon Leute, läutet die Wände ein. So Leute, Mix Review Deluxe, das Bo. Und es ist ja nicht so, dass ich zu viel hab, aber ich gebe gerne ab. Also haben wir hier noch ein paar CDs zu verlosen. Ich hab Rap für dich, Vinyl, je nachdem was du brauchst. Ich sag einfach mal 7 Stück, sag ich mal so. Und die Frage ist, wer hat Rap für dich? Vielen Dank. Mein Name ist Bo, guten Tag, ich hab Rap für dich. Wer die Antwort kennt, der schickt einfach wie immer eine Mail mit dem Stichwort Das Bo an mixeryrawdeluxe@viva.tv. News, Handylogos, Klingeltöne, Bo im Studio und vieles mehr findet ihr noch unter www.dasbo.de. Oder ob es die Show ist, der Inhalt, die Vielfalt oder einfach nur Bo ist. Rap hat viel für mich getan, ich rede nicht in Zahlen. Ich hab nur in meinem Zimmer gesessen, so viel erfahren. Ihr wisst nicht, was Rap für mich ist, was Rap mir gibt. Ihr wisst nicht, was Hip-Hop ist, warum Hip-Hop mich liebt. Ja, ihr wisst nicht und kriegt's nicht geregelt wie ich. Seid glücklich, ihr müsst nicht, es gibt Kollegen wie mich. Wenn Scheiße läuft, verdrückt dich und hört was Musik. Das tankt dich wieder auf und du brauchst die Energie. Redman, Lord Finesse, Dr. Dre hatten Rap für mich. Und jetzt hab ich Rap für dich. Wenn's dir scheiße geht, ich hab Rap für dich. Wenn du verzweifelt bist, ich hab Rap für dich. Wenn du dich einsam fühlst, ich hab Rap für dich. Auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit, ich hab Rap für dich. Zum Verdrängen oder zum Klagen, ich hab Rap für dich. Gastarbeiter, Kind wie ich, ich hab Rap für dich. Du denkst, das kann ich nicht verstehen, ich hab Rap für dich. Ja, ich rap für dich. Ab 14 war mein Leben fast nichts außer Rap und ich, das war 89. Hab ab 91 Rhymes gekickt. Zu Hause in der Bahn und in der Schule am Einzeltisch. Jetzt rein ich frisch, kann sagen, Style habt ihr keinen gekriegt. So manchen hat der eigene Schein besiegt. Aber ich für mich und ein paar wenige mit mir haben's von da durch Ehrlichkeit geschafft. Bis hier und wir hören nicht auf. Egal wer was denkt, ja wir hören nicht auf. Ihr könnt mich alle mal zitieren, beneiden, als legendär beschreiben. Doch Bo ist Bo, wird auch immer Bo bleiben. Trotz aller Rückschläge, aller Freuden und Leiden. Ich bleib mir treu wie Rap, ich hab mich neu entdeckt. Ich schulde Rap was und ich löse ihn ein, den Check. Biggie, Too Short, Gangstar hatten Rap für mich. Und jetzt hab ich Rap für dich. Du verstehst die Welt nicht mehr, ich hab Rap für dich. Du spürst dich selbst nicht mehr, ich hab Rap für dich. Kein Job und Hass, ich hab Rap für dich. Wenn du denkst, dass du's nicht schaffst, ich hab Rap für dich. Egal was du machst, ich hab Rap für dich. Hast du Stress zu Hause, ich hab Rap für dich. Wenn dein Himmel nur grau ist, ich hab Rap für dich. Oh, ich rap für dich. Ich nehm kein Blatt vor den Mund, leg's auf den Tisch und schreib drauf. Sag Dinge wie ich sie seh, durchbrech den Kreislauf. Von Lügen, falschen Idealen und blendenden Propheten, die mir außer Reden nichts geben, die dies nicht leben, dies auf jeden nicht vertreten. Was geht? Ich war fast allein, Mann, da kam der Reim an. Er hat zu mir gesagt, Alter, warte ab. Ich hörte auf ihn, ja, ich wartete. Er erzählte mir noch mehr und ich startete. Zum Notieren, was ich denke, lenkte mich ab. Hab beim Schreiben alles vergessen, was ich nicht hab. So bin ich mit Rap groß geworden, Rap hier mit mir. Was Rap mal bedeuten wird, ihr habt's nicht kapiert. Dann arbeite ich alleine dran, zeig, was ich durch Reime kann. Tupac, Liz Marquis, Special Ed hatten Rap für mich. Und jetzt hab ich Rap für dich. Du gibst mir Liebe beim Konzert, ich hab Rap für dich. Abgewiesen, weggeschickt, ich hab Rap für dich. Wenn du dich fragst, wo ist mein Platz, ich hab Rap für dich, für alles möglich als Ersatz. Ich hab Rap für dich, sag halt den Kopf hoch. Ich hab Rap für dich, zieh dein Ding durch. Ich hab Rap für dich, weitermachen, wenn wir weitermachen. Ich hab Rap für dich, ich rap, ich hab für Rap für dich. Mein Cousin Sunny über ich uns, Rap für dich. Mein Baby ist hier geil, ich rap für dich. Tony Alter mit dabei, ich rap für dich. Oh ja, vom ganzen Herzen für euch drei, ich
rap den ganzen Scheiß. Ich rap, damit ich nicht entgleich. Ich rap für dich, nur damit du's weißt. Ich hab rap für dich. Ich rap für dich. Verdammt. Kopf hoch. Musst du jetzt durch. Weitermachen.